Guten Morgen. Willkommen zum neuen Video hier bei Levella. Wie ihr seht, 124er ist aber der 400er, nicht der 500er. Der 500er steht nämlich draußen. Wir haben Motor jetzt raus, beziehungsweise Danny. Ich habe nur den letzten Rupfer mitgeholfen, wo er am Kühler hing. Motor ist auch schon eingepackt. Motor ist auch schon unterwegs zu Raphael, Sterngarage. Da haben wir noch so ein paar Sachen telefoniert und gequatscht, wie der Motor dann. Jetzt hat er gesagt, das Ding kommt nagelneu zurück. Alles neu, Schrauben neu verzinkt oder was wollte er machen? Gold verzinken wahrscheinlich. Gold verzinken wäre ideal. So. Auf jeden Fall freuen wir uns, weil das ist halt schon geil. Moment, Thema geht es eigentlich um Audi 80. Wir zeigen jetzt nur, dass der jetzt hier so weit ist. Das Geilste ist wirklich, der Motor kommt nachher wieder und wir setzen ihn rein. Wir brauchen keinen Adapter, wir brauchen kein Lenkgetriebe, wir brauchen nichts. Und der ist auf einmal schneller. Jetzt schiebt man den mal raus, weil der kann jetzt eigentlich zum Andi wegen der Karosseriearbeit. Jedoch ist er mit dem Hausbau noch beschäftigt. Deshalb hat das jetzt noch ein bisschen Zeit. Der wird jetzt wahrscheinlich mal 3 Wochen da hinten liegen, weil der Motor, was hat Raphael gesagt, auch 4 Wochen ungefähr braucht er dafür. Vielleicht kommt der Motor schon vorher. Das wäre natürlich auch cool. Und dann können wir auch schon so mit dem mal fahren. Das wäre schon fett. Ja. Ja, gucken wir mal. Vielleicht langt es ja wirklich, dass wir den Motor reinmachen und nur noch die zur Blecharbeit zum Andi stellen. Das sehen wir dann. Aber jetzt rollen wir den raus, bloß zum Rausrollen. Schon ein bisschen Platz machen hier nochmal. Ja. Wir haben ja den Stefan heute da, der wollte ja unbedingt unsere Felgen drauf haben, weil er die ja auf unserem Lambo damals gesehen hat. Und die Sabrina. Die Sabrina ist bekannt, Trucker Babes. Ja, kennt man schon mittlerweile, ne? So ein bisschen. Sie ist jetzt nicht da, nur er. Jetzt haben wir die Räder drauf gemacht, aber sieht schon. In Silber kommen die cool. Mhm. Also die Farbe vom Auto ist ja kritisch, ne? Bremsen auch. Die Bremsen, ja, müssen wir nicht drüber reden. Aber die sind ja so. Aber das ist ja so eine bunte Siebschaft. Ich finde gerade schlimm, dass ich merken muss, dass solange der hier steht, ich das Grün gar nicht mehr so schlimm finde. Sondern gerade denke, ja, geht eigentlich mit den silbernen Felgen. Wir hatten jetzt nur ein Problem mit den Schrauben, weil der Spurplatten drauf gehabt hat. Mit, in Kombination mit unseren Rädern, Spurplatte grenzwertig ist in der Tiefe. Jetzt haben wir, im schlimmsten Fall wollten wir jetzt von uns die Radschrauben ihm geben. Und wir hätten die längeren Radschrauben mit den Spurplatten bei uns reingemacht, weil unser steht. Aber jetzt hat Tobi glücklicherweise Schrauben gefunden, noch Original Lambo. Da siehst du mal, was beim Türken im Lager noch rumliegt. Original Lambo Schrauben. Aber ich finde es cool. Ist der vorne noch geliftet? Gut, der hat ihn ja hochgebockt. Also in Schwarz. Nichts am Auto, vielleicht können wir es mal einblenden, wie die Felgen auf unserem Auto waren. In Schwarz komplett. Und jetzt in Silber wirkt sie locker. Ich bin an den Felgen vorbeigelaufen und habe gesagt, Alter, was sind das für Felgen? Bist so kurz mal, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt ja, das sind ja unsere. Wirken locker 2 Zoll größer jetzt. Mhm. Ich werde alt. Springt überhaupt an? Weiß ich nicht. Sollen wir das Powerpack holen und Schlüssel? Oder Stecker? Schlüssel brauchen wir sowieso. Mhm. Was willst du denn damit eigentlich machen? Ha? Halt mal, irgendwann mal geholt. Wahrscheinlich verkaufen wir den, oder? Wenn jemand Interesse hat, Golf 3, V6 Umbau. Ja, weil ich wüsste jetzt nicht. Weil wenn ich einen Turbo-Umbau machen würde, würde ich es definitiv nicht mit dem V6 machen. Ne? Ja, mit dem VR6 dann, ne? Wäre schon sinnvoller. Also. Da ja viele Leute wahrscheinlich jetzt neu dazugekommen sind und wir haben eigentlich nicht so viel. Nur einmal haben wir dann mal gezeigt und was grob erklärt. Mhm. Ein paar Fragen gestellt, was man machen könnte, sollte. Richtig, da war gerade die Auswahl Farbe, ne? Mhm. Also der Block ist jetzt davon da. Wir haben jetzt einen anderen Block gekriegt, der ist schon komplett fertig. Das 2 Liter 16V auch? Auch 2 Liter 16V Block mit Schmiedekolben, Pleuel, alles gemacht. Versteifungsplatte ist da dabei. Im Prinzip müssen wir jetzt hier den oberen Teil hier abnehmen, auf den Motor, neuen Motor draufsetzen und dann den Turbo-Kit hier ran.
Was hier jetzt gut ist, dass wir wirklich keine großen Halter oder sonstige Sachen brauchen, sondern wir gehen wirklich an Serieteile, außer dass der Block und dann halt der Lader, dass jenes halt rundherum noch verbaut wird. Ich hoffe, dass es jetzt auch nicht so lange dauert. Wir haben jetzt ein paar Teile sind wir jetzt durchgegangen und haben schon alles schon rausgeschrieben. Die müssen wir jetzt noch bestellen. Jetzt, weil jetzt 124 alles andere halt mal jetzt alles auf Warteschleife ist und die Autos nicht da sind. Genau, das ist vielleicht auch nochmal ganz gut zu erklären, weil viele fragen ja, warum fangt ihr so viele Projekte an? Das hatten wir gestern auch nochmal. Ja, aber man merkt es immer wieder, dass Leute fragen, warum. Aber es liegt halt daran, dass so viele Sachen halt woanders noch gemacht werden. Ja, und zwei Autos sind ja schon bei 90%. Ja, okay, wenn der Lack beim einen abzieht, ist weniger. Aber nach und nach werden sie jetzt fertig. Bloß, was soll ich jetzt machen? Ja, soll ich jetzt hier anfangen, nichts zu machen und das Ding steht noch in der Ecke? Früher oder später muss er zerlegt werden. Deswegen machen wir es jetzt schon. Was gemacht ist, gemacht. Das machst du am besten dann, wenn du Zeit hast. Und dann gucken wir weiter. Lieber liegt er fertig und wartet auf Teile und liegt in der Ecke, bevor, dumm gesagt, jetzt wenn die Teile jetzt hier wären und wir machen nicht weiter, wäre es blöder. So, deswegen machen wir das. Da muss man natürlich auch ein paar Sachen gleich neu machen, wie ein Zahnriemen, das, jenes, alles. Die Teile muss man jetzt auch noch dazu bestellen. Ich bin jetzt immer noch am Überlegen, ob wir den auch zum Andi bringen sollen, dann ein bisschen breiter machen sollen. Irgendwo denke ich, nein, den sollten wir so lassen. So mit den Radläufen. Mhm. Also Lack auf jeden Fall. Klar. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Was ich aber jetzt, eine Frage an euch. Habt ihr noch vom Audi 80 Grad, was Himmel betrifft, weil den hätten sie komplett durchlöchert. Mhm. Da war ja auch das Radio drin. Ja, Deckenmonitor war mal da eingebaut. Die Sitze kriegt man vielleicht halbwegs noch gut hin. Die sind jetzt nicht so schlimm. Das sind noch die Teile, habe ich ja relativ früh mal bestellt gehabt. Weil es wirklich nicht so viel gab. Das war die Lippe, die Heckblende-Lippe und. Stimmt, die Füße für den Spoiler. Ja. Dass der nochmal jetzt höher kommt hier, ne? Mhm. Dafür haben wir die Teile schon mal, haben wir gesagt, solange es noch gibt, bestellen wir sie nachher. Gibt es nicht mehr, dann beißen wir uns in den Arsch. Im Prinzip ist wirklich nicht viel. Abgasanlage machen wir jetzt weg und dann fangen wir an. Motor zu zerlegen, dann geht's weiter. Hat man den eigentlich schon mal auf der Bühne wegen Zustand und so weiter unterrum? Nee. Eigentlich gar nicht. Also vom Audi 80 bräuchte ich wirklich innen noch ein paar Teile. Wie ein Himmel und auch teilweise Seitenverkleidungen sind nicht mehr so gut. Muss aber mit dem Quattro sein. Also mit dem. Wenn ihr gute Sitze habt und. Oh. Was ist das? Irgendeine Nummer drauf so wird hier. Hat er sich jemand selber TÜV gegeben? Echt? Ja, sieht so aus, ne? Man weiß es nicht. Aber sonst sieht er ganz okay aus von unten. Also Rost und so hat er nicht, ja. Nicht so arg. Leitungen sehen halt hier jetzt nicht mehr so schön aus. Mhm. Ja. Ein paar Gelenke halt, ne? Bremsen, gut, die Bremsen muss man eh andere. Und wir wollten den ja auf 112er Lochkreis umbauen. Ne, warte mal. Was heißt hier umbauen? Ach, der hat doch 112er Lochkreis. Viermal, schade. Viermal 108. Ja, da muss man gucken. Da ist ein bisschen mehr, glaube ich, zu machen, dass wir, bis wir den auf 112er umbauen. Weil nimmst du ja die Technik vom S2 und nicht vom RS3. S2 passt da Plug and Play. RS3 hat der, weißt du was RS3 von Lochkreis hat? Welche RS3? Entschuldigung, RS2. RS2 hat der nicht 5x100 gehabt? Nein. Die haben 4x108. Ja. S2 hat 5x112. Ja. RS2 hat? 130. Echt jetzt? Porsche Lochkreis. Ja, gut, macht Sinn. Okay. Deswegen fahren die oftmals so Porsche-Felgen. So Wien-Felgen, ne? Ja. Ja. So, jetzt machen wir mal fangen wir an hier irgendwo. Das Schöne ist, da kommst du auch mal überall mal ran. Warte noch, kommt gleich noch die Stelle, wo du wieder fluchst. Wieso? Ja, irgendwo wird es bestimmt wieder eng. Ja. Da wurden schon so Tuning-Arbeiten hier gemacht, ja? Mhm. Hui. Und hier nochmal ein bisschen größer wieder. Mhm. Schön zusammengebastelt. Ist da noch was drin hier in dem Kollegen? Ja, ich denke schon. Ein bisschen was.
jetzt der ASMR-Teil des Videos. Was? Kennst du diese Videos, wo Leute so reden und Schmatzgeräusche machen? Ah. Dieses ASMR? Nee, kenn ich nicht. Du bist hier der Internet-Junkie, wo alles kommt. Ich dachte, ich bewerbe mich da mal mit meiner Stimme. Ja. Die entdecken dich noch im Internet. Sag's dir, irgendwann bin ich Synchronsprecher. In Pornoszene. Aber nur in der Pornoszene. Oh ja. Oh ja. Alter, hör auf, Mann. Boah, ist abtürmen. Basteltrompete ist jetzt weg. Jetzt lässt du mal Luft raus, solange ich morgen vorne Öl ablasse. Warum guckst du so? Ich denke gerade so. Das ist ja Hilfe, Scheiße. Wir lassen schon mal die Luft raus. Wir lassen mal. Früher oder später holen wir mal die Mädels aus dem Büro und sagen, was sie tun sollen hier. Das wird witzig. Ich glaube, das wäre echt witzig. Ich habe einen Gabelschlüssel raus und Dreckbolle. Oh, ist schlecht. Danke. Ein bisschen rostig, aber. Danke. Ja. Sieht doch noch lecker aus. Voll. Ich weiß echt nicht, wie viele Jahre der jetzt wirklich stand, gell? Mhm. Immerhin war was drin. Immerhin. Ein Audi 80 habe ich noch nie auseinandergenommen, ne? Hab mir das eigentlich fast gedacht, weil ich habe einfach die Erfahrung in den letzten 20 Jahren gemacht, dass wenn an einem Fahrzeug innen drin, wie bei dem Himmel, weißt du das noch, ein Deckenmonitor war, dass wenn sobald sowas eigentlich gemacht wird, du eigentlich davon ausgehst, dass noch mehr Mist kommt. Beim Front runtermachen haben wir jetzt das Problem gehabt, dass ich auch bei 40 Schrauben fast 40 verschiedene Werkzeuge benutzen musste. Ja, nur ein Beispiel jetzt. Also auf der einen Seite war zum Beispiel die hier drin. So. Torx, ja, schön. Nee, nee, schon. Spax. Doch Torx mit Spackschrauben und auf der anderen Seite war zum Beispiel die drin. Also auf zwei verschiedenen Seiten. Ne? Und das bei allen Schrauben. Da hat jemand, da haben mal zwei Künstler, ich sag zwei Künstler, weil ein Künstler kommt da nicht alleine da drauf, haben mal da rumgeschraubt, haben vielleicht alle gemacht. Bloß das Problem ist, du musst jetzt wirklich hinterher richtige Schrauben benutzen. Ja, jetzt darfst du anfangen, Schrauben zu besorgen, die exakt auch da reingehören, damit du hier keine IKEA-Schrauben benutzen musst. So, jetzt lassen wir noch ein paar Sachen ab, Flüssigkeiten, und dann fangen wir an, Getriebe, Kardanwelle da hinten mal zu lösen. Und du hast die Idee gehabt mit der Achse runter. Eigentlich keine schlechte Idee. Ich war jetzt dafür, den Motor rauszuziehen. Samt Getriebe und allem. Lassen wir das einfach mal komplett. Dann Getriebe besser rausschrauben. Kardanwelle raus. Wie sieht's aus? Jede Schraube kracht ab. Oh, jede Schraube kracht ab. Wir brauchen zuerst mal so 40 Kilo Schrauben. Ey. Also beim 190 oder so war es nicht so schlimm, gell? Ja, da ging eigentlich alles Schrauben. Der 190 ist älter wieder. Hm. Gut, der hat wahrscheinlich nur draußen gestanden. Welcher? Der hier. Ja, der 190er war bestimmt nicht in der Sauna. Wenn der Lack angeguckt hat schon damals. Weiß ich nicht, aber wahrscheinlich war er unten im Trockner. Ja, genau. Gut, du musst bedenken, Quattro. Ja? Quattro, wo wird der Quattro immer gefahren oder wann wird er immer gefahren? Schön im Winter im Schnee. Und ab einem bestimmten Alter wird es leider Gottes immer ein Winterauto. Das heißt, wenn es ein Winterauto wird, dann wird es halt nur im Winter gefahren. Und dann wird es halt geprügelt und dann fahren sie halt durch Wälder und durch Schnee und ja, dann sieht es so aus. Salz und ich finde es fast schade, aber also wenn der nächstens dann jetzt wäre, der motiviert jemanden nebenher mit seinem Ballermann-Musik. Ja, jetzt muss ich auf jeden Fall den Krümmer wegbauen. Ich gehe gleich lieber wieder. Hä? Ich gehe gleich lieber wieder. Warum? Weil hier so Funken in der Luft. Was geladen. Die Antriebswelle war wieder, letzte Schraube wieder, ging auch wieder nicht auf. Und dann war der Imbus rund. Die war am Arsch. Mhm. Und dann mein Lieblingswerkzeug. Die Flex. Was willst du machen? Da war auch schon wieder. Zwei waren gerade noch so. Die anderen waren gut. Die darfst du auch alle erneuern. Ich kann das komplette Schraubenset Audi 80 ordern. Theoretisch schon, ja. Eieiei. Ich glaube, du hast weniger Zeit verloren, wenn du die Dinger einzeln anguckst. Also wäre schon vielleicht fast besser gewesen, wenn wir die Achse runtergelassen hätten. Mhm. Können wir immer noch. Nee, jetzt habe ich schon alles gelöst. Also an dem Motor habe ich eigentlich wenig zu tun gehabt. Damals meinst du? Mhm. Kann schon verstehen. Ja, im Prinzip sind sie ja alle irgendwo gleich, die alten Motoren, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt was ganz anderes ist, sondern im Großen und Ganzen ist es gleich, nur dass du halt wirklich immer gucken musst,
welchen Kabel ziehst du jetzt ab und welchen ziehst du nicht ab. Ich kann schon verstehen, warum die ganzen Teileverwerter einfach nur alles abzwicken und rausflexen. Ja klar. Die Dinger werden nimmer auseinandergeschraubt, außer die wissen, dass irgendwas richtig ist. Gefragt ist. Wenn sie sich einmal in den Arsch gebissen haben, machen sie es nie wieder. Ist das Spaß, das Zerlegen, oder bist du mehr so der Zusammenbauer? Also in dem Moment ist wahrscheinlich das Zusammenbauen besser, weil du keine rostigen Schrauben aufmachen musst, sondern die gute Schrauben wieder nur anziehen musst. Guck mal, siehst du die Schraube jetzt da hinten? Ganz schlecht, ja, sehe ich. Auch wieder so halber angezogen, ne? Ja. Hat er wahrscheinlich mal irgendwie abgehabt, einen neuen Krümmer verbaut oder noch nicht. Und sich gedacht, ah ja, was ist drin? Wir haben ja einen Fahrzeugbrief. Ich kann ja einen Vorbesitzer. Mal mal suchen. Geh mal suchen mal. Du schüttelst uns einen Sack Schrauben. Ein Sack ist gut. Ja, wahrscheinlich hat er im Keller alles schön sortiert. Wahrscheinlich. Und Kleinanzeigen inseriert. Der Dani jammert ein bisschen. Warum? Ja, der sagt, er wird schon lieber an neuen Autos schrauben. Okay. Gerade wahrscheinlich wegen sowas. Mhm. Weißt du, dass du das nicht aufkriegst und das nicht aufkriegst. Klar, bei den neuen ist alles viel freigängiger, ne? Guck mal, ich kann das Ding jetzt hier so rüberziehen, dann ist das Ding abgebrochen. Oh. Der hängt nur noch hier. Nicht schlecht. Ja, ist halt bei neuen Fahrzeugen, merkst du halt sofort, ne? Erst, vor allem, die kommen ja dann her, wenn irgendwas umgebaut werden muss, haben sie 1000 Kilometer auf den Rippen. Also die Schrauben so ungefähr vor 3 Monaten erst angezogen, ne? Da geht natürlich alles halt knackiger, wie hier. Unabhängig davon noch, was für Spezialisten da dran waren. Meinst du nicht, dass man sich nach einer Zeit so dran gewöhnt, wenn man jetzt wieder mehr ältere Sachen macht, dass man das lockerer sieht und sich nicht mehr aufregt und dann sagt, ja, die Schraube ist halt am Arsch, dann müssen wir halt, oder das nervt irgendwann einfach. Das Blöde ist, das nervt immer, weil, weißt du, es ist irgendwo eine Schraube, wo du eh scheiße hinkommst. Dann kommt noch dazu, dass du im Prinzip die Schraube gar nicht mehr so aufmachen kannst. Dann müsstest du theoretisch mit der Flex ziehen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Wenn jemand beim Schrauben so ein bisschen genervt ist, was macht man da am besten, damit es mehr Spaß macht? Genau, was macht ihr? Singt ihr dabei oder zieht ihr euch Ballermann rein? Oder trinkt ihr was? Oder steht einer bei euch auch dabei und filmt einfach? Und macht noch dumme Sprüche. Und macht Sprüche. Dumme nicht, aber macht Sprüche. Wenn ihr mal Ideen für schöne Geduldsspiele habt, in die Kommentare. Genau. Mein Glück steht richtig drauf. Ich liebe Geduld und Überraschung. Also Überraschung in der Hinsicht finde ich schon cool, ja. Aber es ist schon schwierig, dich zu überraschen. Also, ja, geht nicht, weil wenn ich da irgendwas merke, jetzt gerade wenn ich so ein Geburtstagsgeschenk von irgendjemandem kriege, weißt du, oder von Frau oder so, dann bohre ich so lange rum oder recherchiere damit wie so ein Agent, bis ich es weiß. Warte, hier ist noch ein Schlauch. Spiele ich da hin auf Agent, bis ich es weiß. Ärgerst du dich dann hinterher, wenn du es weißt, weil die Überraschung weg ist? Oder nein, ich halt neugierig bin. Ich bin halt scheiße neugierig. Neugierig und Ungeduld, das ist die beste Erfahrung. Ja. Gut, jetzt anleihen und rausziehen, oder? Also Gott sei Dank waren die Jungs nicht intensiver drin. Also das war die Verkleidung hier, noch ein paar Schrauben, aber Gott sei Dank waren sie so weit noch nicht, dass... Das vermurkst. Ja, dass die nicht rummurksen konnten. Wo habe ich die andere Kette? Ruf mich an. Untenrum alles locker? Ja, Antriebswellen jetzt noch lösen und dann kann er eigentlich raus. Du musst jetzt weg, gell? Mhm. Dann machen wir das noch und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Den werde ich nicht haben. Wird sich nervt. Ja, weil die Antriebswellen jetzt wieder hier. Ross sein Vater ist. Nein, eigentlich wollte ich irgendwas noch wissen. Du sprichst da in das Rohr. Im Video sieht es aus, als würdest du genau in das Rohr sprechen. Törö! In diesem Sinne. Eigentlich haben wir auch gefragt, ob ihr die Idee scheiße findet, dass wir den 2016V Original auf Turbo umbauen. Ne? Aber es kommen ja noch andere Sachen. Oder später. Es kommen viele schöne Sachen noch. Also, bis dann. Ciao.